und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mit dem kleinen Heftchen weiter. Und bevor wir damit starten, ich hatte ja gestern mit dem Tuliart-Stift so Probleme, zumindest mit der Nummer 17. Ich habe Tuliart angeschrieben und die haben mir geschrieben, ich darf mir entweder einen neuen aussuchen, also einen neuen einzelnen Stift, oder ich kann das Geld für den einzelnen Stift zurückbekommen. Ich habe mich natürlich für einen neuen Stift entschieden. Ich bin gespannt, ob er ankommt oder nicht, ob das alles gut geht oder nicht. Aber ich wollte euch da natürlich auf den Laufenden halten. Die haben mir tatsächlich auf dem Sonntag auch direkt zurückgeschrieben. Also das muss ich jetzt mal Service nennen. Das hat man nicht immer. Okay, wir gehen hier ran. Hier ist, ach, guck mal, wir haben ja einen Spruch. Mein Lieblingsheftchen aktuell. Das ist mein Ding momentan. Ihr wisst Bescheid. Wir nehmen wieder alles raus. Und für die, die nicht Bescheid wissen, ich arbeite ausschließlich mit diesem Set. Also das ist ein vollständiges Set. Das habe ich mir bei Amazon bestellt. Ihr findet wieder alle Links unten in der Videobeschreibung. Und Kleber darf ich dazu nehmen. Eine Schere darf ich dazu nehmen. Oh, was heißt dazu nehmen? Aber dafür habe ich mich entschieden, dass ich nur diese Dinge nutze. Das Bleistift und was wir auf jeden Fall brauchen, irgendein Stift eurer Wahl. Ich nehme jetzt einen Feinliner, womit ihr dann schreiben könnt. Noch was. Den Silikonpinsel habe ich rausgelassen, den nehme ich nicht mehr, sodass wirklich jeder, der sowas zum Beispiel noch nie gemacht hat, einfach mitmachen könnte. Und für die, die das schon länger machen, sich einfach mal auf ganz wenig zu konzentrieren und nicht immer so viel zur Verfügung kam. Es kann wirklich auch mal sehr cool sein. Es ist doch, ich finde das nicht schlecht. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Moment, ich muss mir ein bisschen Platz machen. Ich lege ja immer alles hier hin. Ich muss dazu sagen, ich habe letzte Mal ein wenig die Box so aufgeräumt. Das heißt, ich habe einige Stickerbögen raussortiert, wo nur noch so 2, 3 drauf waren und habe die dann mit auf die anderen draufgeklebt. Ja, so viel dazu. Dann schauen wir mal. Das hier war die letzte Seite. Ist gar nicht so lange her. 15. Heute ist der 21. Ja, doch, ein paar Tage haben wir. Ein paar Tage ist das schon her. So, gehen wir zur nächsten Seite. Was haben wir denn da gemacht? Auf was habe ich heute Lust? Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, oh, Schmetterlinge kann ich gerade gar nicht sehen. Und jetzt sehe ich das Erste, was ich sehe, sind schon wieder Schmetterlinge. Obwohl ich sie sehr, also ich finde es sehr, sehr schön. Ich habe ja letztens, haben wir den Garten fertig gemacht. Und ich muss sagen, es sind Unmengen Schmetterlinge unterwegs gewesen, als ich das gemacht habe. Sehr schön fand ich das. Irgendwie fühle ich die Meise gerade. Die Meise will ich hier haben. Dich will ich. Du ziehst hier ein. Das reißen wir hier raus. Dich will ich hier haben. So. Muss man natürlich alles so mitnehmen, wie es da jetzt ist. Guck mal. Die Meise finde ich super. Die kommt dann hier hin. Ich würde vorschlagen, wir reißen hier unten raus. Komm, wir reißen hier unten noch was raus. So. Und dann darf die hier hin, direkt oben an die Ecke. Das finde ich perfekt. Ja. Direkt festkleben. Gar nicht drüber nachdenken. Habe ich das schon mal gemacht? Ach Gott. Das ist natürlich blöd, wenn ich sowas schon mal gemacht habe. Ja, habe ich schon. Verdammt. Ich dachte, das ist jetzt eine super Idee, ne? Ja gut, manchmal wiederholt man sich. Das ist aber nicht schlimm. So, ich mache es trotzdem, weil ich finde es jetzt gerade schön. So. Wir können es ja komplett anders aufbauen. So. Ich baue das jetzt komplett anders auf. Okay, erstmal hier drauf. Meine kleine Meise. So, ankleben. Das hat schon mal gut funktioniert. Meine Knopfnadel einmal zur Seite. Der Piepmatz klebt. Jetzt hätten wir noch ein paar kleinere einzelne. Den Fisch mag ich ja immer noch nicht. Das hat sich noch nicht geändert. Ne? Ich finde, der passt einfach nicht. Der ist nicht richtig. Ich hatte doch hier irgendwann, da, guck mal hier. Die hätte ich ausgeschnibbelt, aber die jetzt da so eins. Nee, das sieht blöd aus. Aber so als Ganzes eventuell mit hier rein. Ich lege das mal rein. Was hätte ich jetzt noch zur Verfügung? Schmetterlinge! Möchte ich jetzt nicht. Hier hätte ich noch mal einen Piepmatz. Den legen wir mal hierher. Und das, okay. Das habe ich mir jetzt mal rausgesucht. Die brauche ich jetzt nicht mehr.
Moment, das zur Seite. Okay, dann schauen wir mal. Wie viele Seiten habe ich eigentlich noch? 1, 2, 3, 4, 5. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 6, 7. Oh, wir haben zu viele noch. Wie gesagt, ich will das dieses Jahr ja fertig kriegen. Das schaffe ich. Aber ich habe so viele Sachen im Kopf, die ich eigentlich mit euch machen möchte. Noch dieses Jahr. Und da ist das sehr viel gerade. Okay, ich habe irgendwie das hier, fühle ich gerade. Habe ich jetzt aber hoffentlich nicht da auch schon gemacht. Nein, alles gut. Irgendwie möchte ich den da drin haben. Das machen wir auch nur. Wo ist der Fisch da? Wir werden das so ein bisschen abändern mit dem Fisch. Moment, ich finde alles andere hier drumherum sehr schön. Lineal. Und deswegen möchte ich das jetzt natürlich nicht verlieren. So, einmal reißen. Das hier ist alles nichts. Das kann dann auch direkt weg. Oh, das passiert natürlich. Ich hatte ja ganz am Anfang immer gesagt, ich möchte mein kleines Lineal. Ihr werdet es nicht glauben, aber es ist immer noch verschollen. Es lässt sich nicht auffinden. So. Und dann hätten wir hier oben auch noch mal eine Kante, die auf jeden Fall raus muss. Oder ab muss vielmehr. So. Dann kommen wir her, Herr Fisch. Aber wo schreibe ich meinen Spruch hin? Ich habe komplett vergessen. Schreiben wir so. Machen wir. Machen wir so. Okay, ich würde sagen, das könnten wir so machen. Ich finde das mit dem Brief auch ganz hübsch. Passt irgendwie mit dem Papier, glaube ich, ganz gut, ne? Passt, glaube ich, mit dem Papier ganz gut. Ich klebe erstmal hier drauf das Ganze. Ja, jetzt wird es so ein bisschen wubbelig alles. Müssen natürlich gucken. Auch wenn die so ein bisschen vorgucken, die Flossen von dem Fisch, finde ich das jetzt nicht schlimm. Machen wir das ein bisschen runter, so. Ein bisschen schräg auch da ruhig drauf. So würde ich es machen gleich. Ja, das finde ich gut. Okay, ich schreibe uns mal den Spruch hier hin. Dafür muss ich aber erstmal ein paar... Ich mache das immer so, dass ich hier so ein paar Seiten zwischenlege. Dann geht es eigentlich. Weil sonst hat man zu viel Wubbels dazwischen. Okay, Stift ist parat, Spruch ist parat. Ja, nee, habe ich. Nee, alles gut. Alles gut. So, schreibe ich und dann hören wir uns sofort wieder. Okay, Spruch steht. Ich finde, das sieht soweit schon ganz gut aus. Das heißt, der kann weg. Und dann haben wir ja hier dieses Set, was wir schon vorbereitet haben. Oder ich. Jetzt überlege ich gerade. Ich würde, glaube ich, hier irgendwie noch was mit dem Washi-Tape gerne machen, glaube ich. Aber ist das dann zu viel, ist die Frage. Wir haben ja genug Washi-Tape. Da kommt dann ein Fisch oder so. Ich klebe mal das hier her. Moment. Ich finde, das können wir machen, ne? Das machen wir. Festkleben. Abschneiden. So. Die einzelne Rolle dann weg. Ihr könnt das auch nochmal mit, also ganz am Anfang habe ich das ja auch gemacht, mit, ach, wie heißen sie denn jetzt hier? Klebestift, mein Gott. Damit kann man das auch nochmal festmachen. Also wenn euch das Washi-Tape immer hochkommt, nehmt einfach am besten den Klebestift. Komischerweise hält das dann damit. Ihr könnt das auch mit Flüssigkleber machen oder so, je nachdem. Aber hier habt ihr eine bessere Fläche, um das Ganze dann zu bekleben. So, jetzt muss ich das hier noch abschnibbeln. Ach, das ist immer so doof. Ich tue mich da immer so schwer mit. So. Moment, ich hole das wieder zu mir. Ein Stück Buch abgeschnitten. Ein Stück Buch, also wirklich winzig. Aber mir fehlt noch ein Stück vom Washi-Tape, was ab muss. Okay, so, ja, irgendwie habe ich das jetzt heute aber ganz, ganz, ganz schief, ne? Darf auch mal sein. Das darf auch mal sein.
Ich habe jetzt zwei. Ich habe ja überall Washi-Tapes. Moment, so. Ich versuche das jetzt nochmal gerade hier, ne? Okay, schaffe ich. So. Wie steht ihr eigentlich zu Halloween? Also wir werden auf jeden Fall was zu Halloween machen, ne? Also ich habe mir da schon was rausgesucht, was ich mit euch machen möchte. Das kommt. Wir machen so eine Halloween-Woche. Also das ist jetzt nicht so richtig Halloween, ne? Aber wir werden so ein bisschen in Halloween was machen. Habe ich mir auf jeden Fall überlegt. Ich habe Spaß dran. Ist jetzt nicht so, dass ich das feiere oder so, aber so ein bisschen. So ein bisschen machen wir, habe ich mir überlegt. Nicht viel. Wir schauen mal. Wie wird und so. Okay. Ich muss jetzt noch... Ich kriege es nicht weg, ne? No. Jetzt. Okay. Und dann das hier mit hin. Das ist doch nicht schlecht. Und dann habe ich hier dieses komische, ist das eine Muschel? Ich glaube ja. Die ist dann nämlich auch weg. Die sehen wir dann nämlich nicht mehr. Das finde ich ganz gut. Kleber. Dann gucken wir mal ruhig ein bisschen schräg jetzt. Einmal andrücken. Ich glaube, dann muss ich ja wieder abschneiden. Denn der Anfang, da ist er. Einfach so ein Stück davon hier nochmal. Okay. Okay. So. Das finde ich nicht schlecht. Wollen wir, nee, mach mal nicht so viel. Das schnibbeln wir jetzt hier auch nochmal eben ab. Und guck mal, das hat besser funktioniert, ne? Das darf da auch bleiben. Ach, das Datum. Oh, heute ist der 21. hatte ich gesagt, ne? 21. Oktober. Passt. Wahnsinn. Das ging dieses Jahr irgendwie... Also ich muss wirklich sagen, dieses Jahr fand ich das ganz, ganz schlimm, weil das unheimlich schnell ging. Ich weiß nicht, warum. Wir haben fast November. Black Friday. Verdammt. Tober. So, wir haben den 21. Oktober. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was da drauf machen. Oder müssen wir nicht, können wir aber. Ich möchte das ganz gerne. Wir gucken mal, was wir hier so haben. Weil das ist natürlich eine große leere Fläche. Die finde ich auch ein bisschen schwierig, ne? Also den Fisch, die Schildkröte. Also hier hätten wir, also ich hätte ein bisschen was mit Fischilis, ne? Irgendjemand hatte letztens auch drunter geschrieben, ich soll eine Seite machen und einfach alles drauf machen, was ich gar nicht mag. Aber da muss ich ehrlich sagen, ich möchte es ja nicht versauen. Da habe ich doch schon ein bisschen Respekt dann davor, dass das schief gehen könnte. Das ist wie die Situation mit dem Hühnchen hier oben. Aber ich finde das da ganz schön. Na, mal sehen, ob das klappt. Wir ziehen uns mal nur das hier raus. Wegen der Farbe. Nur wegen der Farbe. Okay. Der Hahn darf bleiben, wo er ist. So. Und dann kommt das nämlich... Ja, das könnten wir auch so einfach dahin. Weil das finde ich irgendwie sehr passend. So, wenn es dann abgeht. Jupp. Sehr gut. Mhm. Was hätten wir noch? Tierchentechnisch irgendwie was noch? Hey, es würde eigentlich tatsächlich ein Schmetterling hier oben auf diese Ecke passen, finde ich, oder? Wollen wir mal den dafür nehmen? Oder warte mal, eher den größeren hier. Du musst wieder da drauf. Und dann hätte ich gerne... Den glaube ich hier. Oder den. Wir nehmen den. Oder den Käfer. Nee. So. Und dann darf das dort noch hin. Dann kriegt das eine Pupsspur. Ihr wisst, ne? Ich liebe das. So. Der flattert da so ein bisschen im Kreis. Und dann nach hier unten. Mhm.
So würde ich es machen, glaube ich. Ja, das machen wir. Ziehe ich nach die Spur. So sieht es jetzt aus. Auch das finde ich gut. Und jetzt ist die Überlegung noch, ein paar Pünktchen oder sowas. Irgendwas Kleines da. Frog Oil. Ja. Lamm oder Libelle, das passt halt nicht. Fuchs, the Wellies, in the Forest. Ach komm, in the Forest könnte passen, oder? Da sind Piepmätze, da sind Schmetterlinge, da flattert alles rum. So, jetzt brauche ich mein Radiergummi und meinen Pinsel. Das nehme ich jetzt einfach nur, weil ich das hier immer liegen habe. Also da könnt ihr einfach einen ganz normalen Radiergummi nehmen. Ansonsten, wie gesagt, ich verlinke euch alles unten. Ne? Das ist einfach ein elektrischer Radierer. Der macht einem das Leben bei gewissen Sachen einfacher halt. Das ist je nachdem, was man natürlich machen möchte. Ne? So. Dann darf einmal alles hier sauber gemacht werden. Einmal alles abpinseln. Das ist immer angenehmer als wie. Also ihr kriegt das so natürlich auch unter, aber irgendwie klappt das besser. Also man hat ja immer dann noch einen Fussel übrig oder so und das klappt so einfach irgendwie besser. Okay, hier machen wir X'e drauf. So. Und hier. Ja, das finde ich gut. Irgendwie fehlt mir noch eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht. Ich mache mal hier. So, machen wir das hier auch noch mal. Ja. Ja, so. Und hier machen wir Pünktchen hin. Also ihr wisst ja, ich mache immer so Sets, so Dreier-Sets. Da könnt ihr euch dann einfach auch so ein bisschen ausprobieren. Ne? Jeder hat da so seine Vorlieben, was er da gerne macht. Vielleicht auch Kreise einfach nur, das geht auch. Kleine Dreiecke, das, wo ihr euch einfach am wohlsten mitfühlt. Ich würde sagen, hier könnten wir noch mal was hinmachen und dann machen wir hier unten noch mal. So, ja, so finde ich die Seite doch nicht schlecht. Okay, das bedeutet, wir werden auf jeden Fall die anderen Seiten hier dieses Jahr noch fertig machen. Das habe ich ja schon mehrfach, glaube ich, jetzt gesagt. Aber ja, ich muss mich da so ein bisschen ranhalten. Wie gesagt, ich möchte das ein oder andere noch machen mit euch, so zur Weihnachtszeit gerade. Und das schaffe ich halt sonst nicht. Ich gucke mal, ich lasse mal was einfallen. Und Halloween, habe ich ja gerade auch gesagt, möchte ich auch was machen. Ich muss nur auf etwas warten, ob das noch ankommt. Ich hoffe, dass das pünktlich ankommt, weil sonst schaffe ich es natürlich nicht. Aber erstmal bis hierhin. Wir gucken, was passiert. Ihr wisst, ich habe da keinen richtigen Plan. Ich mache das so, wie mir das gerade gefällt. Und momentan, das ist etwas, was ich fertig machen möchte. Aber ich würde hier an der Stelle erstmal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Video.